Hallöchen, gehört ihr auch zu den sieben Familien? Sieben Familien haben 10 Billionen. BlackRock hat gleich, wenn überhaupt, 4 Millionen. Billionen. Sieben Familien haben 10 Billionen. So, und einer irgendwo in dem Emirat hat 1 Billion und so weiter. Es gibt also 2, 3, die Billionen haben. Und das ist die sieben, die glorreichen sieben dieser Weltgeschichte. Und sie reiten wieder. Microsoft und Co. macht ja eure Synapsen froh. Ist halt so. So, und die anderen machen mit. Die gehören nämlich dazu. 86 Familien. Ich muss eben hier die Statistik. 86 Familien haben genügend Geld. Und somit ist die Sache klar. Aber sieben haben 10 Billionen, also sieben Familien haben 10 Billionen und man merkt, man wiederholt das schon, weil das ist eine Zahl, ist schon Hammer. Wenn eine Person schon 1 Billion hat, als Familie gilt, irgendwo im Emirat, Saudi-Arabien, da spielt der rum und so weiter und so. Also wir haben eine Geldadel oder wir haben ein Geldadel, wo 86 Familien so richtig loslegen. Nun, wir sind in einer Zeit, wo wir an sich aufgeklärt, aber die Industrie, also die Revolution 4, Industrie, die vierte Industriewelle, rollt jetzt über uns. Anwälte ab sofort digital machen müssen, alles, und nicht mehr analog, sondern alles muss digital. Auch wir Fotografen sind verpflichtet, die Bilder digitalisationsmäßig dahin zu bringen, wo man hin will und so weiter. Es kommt alles noch auf uns zu. Wie es funktioniert, weiß ich noch nicht, aber es kommt nicht jetzt sofort, weil jetzt erstmal das. So, die vierte Revolution digital. Herr Sir Berners-Lee hat sich nicht umsonst November, Dezember 2019 aufgeregt. Er war stinksauer. Es war 2019 und ab 2020 war auch Sir Berners-Lee sein HTLM. Jetzt heißt es ja HTLM 5 schon, die Version 5 und so weiter. Es wird halt geändert. Es wird alles geändert. Warum? Keine Ahnung. Jedenfalls in Quebec, Kanada, ist die Impfpflicht vom Tisch, weil genügend Pflegekräfte gesagt haben, nein. Und somit ist die Pflicht dort in Quebec, Kanada, vom Tisch. So, jeder muss selber entscheiden, nur hinter dem Rattenfänger herzulaufen, der da Corona schreit oder so eine Melodie. Ja, ich meine, ihr lasst euch richtig schön von dieser Weltherrschaft so richtig fertig machen. Und einige haben es ja auch explizit schon. Es gibt ja viele Märchen von Gebrüder Grimm, die jetzt genutzt werden. Deswegen sagte ich ja, der Rattenfänger, der pfeift das Lied Corona und ihr marschiert alle hinterher. Und die wenigen, die nicht, sind halt die Dummen, die am Ende vielleicht triumphieren, wer weiß. So, es gibt ja auch das Kass, also ich esse meine Suppe nicht, kennt ihr ja? Nein, meine Suppe esse ich nicht, ne? Ja. Und dann heißt es, impfen lasse ich mich nicht, ne? Nein, impfen lasse ich mich nicht. Und nachher ist er bei der vierten Welle oder fünfte, sechste oder zehnte Welle ist er ja dort. Also wisst ihr, könnt ihr halten wie ein Dachdecker, weil ob in der zehnten Welle oder dritten Welle oder vierten Welle, sterben müssen wir alle, so oder so. Nur wer einen gesunden Menschenverstand hat, könnte sich an sich raushalten aus dem Ganzen. Aber irgendwie wollen wir uns ja nicht raushalten, sonst würde ich auch nicht so ein Video machen. Nur ich habe heute reichlich Informationen gehabt aus Ärzte, aus Rechtsanwälte, Staatsanwälte, Richter und wie gesagt andere Zweige. Ach ja, Polizei, genau. Die nennen sich alle Aufklärer. Ich habe nur immer gesagt, wisst ihr, wenn ich diesen Satz hier lese, ne? Für unsere Arbeit unterstützt uns und spendet. Also ich finde es hochgradig interessant, dass ich dieser Berufsgruppe, die ich gerade genannt, obendran noch Spendengelder hinterher schicken soll. Ich lasse mich auch nicht spenden. Ja? Ich mache es oder ich mache es nicht. Ja?
So, Herr Doktor, wer war das? Dr. Med. Walter Weber hatte ja auch geschrieben, ne? Also wie gesagt, Herr Dr. Walter Weber, wie gesagt, der hat ja auch medizinisch-juristische Maskenpflicht erzählt wegen kleinen Kindern. Und da kamen auch 15 schwer bewaffnete Polizisten und beschlagnahmten seine technischen Geräte und Krankenordner. Gewisse andere Ärzte sind ja auch schon in der Flucht oder auf der Flucht oder sind schon geflohen. Ja, also wie gesagt, es ist zwar alles richtig, noch haben wir Meinungsfreiheit, wie lange die ist, weiß ich nicht. Jedenfalls diese Freiheit, die ich mir jetzt genommen habe, dieses Video zu gestalten, auf den Weg zu bringen, über die 10 Billionen 7 Familien, das gehört auch Microsoft zusammen, also das Geld von allen wurde in einen Topf und die machen das jetzt. Die 7 machen das jetzt. So, die ändern jetzt den Planeten. Also sie ändern jetzt die Menschheit. Sie sagen, die 4. Revolution, technische Revolution ist da und die ziehen wir gnadenlos durch. Auch Sir Berners-Lee 2019 macht jetzt Sinn. Jetzt, 2 Jahre danach, macht es Sinn, das, was ich da gehört, for the web. Erst habe ich gedacht, okay, dann machen wir eben halt eine neue Industrie auf. Warum nicht? Für Industrie bin ich immer zu haben. So, in der Welt der Medizin käme ich nicht aus, deswegen kann ich da nicht mitmachen. In der Welt des Digitalen, ja, aber da fehlen mir die Mittel, um da eine Änderung beizulegen, weil Samsung, Apple und wie der da heißt, da komme ich ja gar nicht gegen an. Ich kann das nur nehmen und wenn der Kunde das haben will, ist okay. Aber explizit so, wie ich es damals in den 60er, 70er, das geht nicht. Ja, da war ja alles noch normal. So, die Kindeskinder derer, die damals auf dem Weg alles gebracht, ja, die Filme 69 bis 89, wer diese Filme gesehen hat, ob nun Mondflug und, Satellit und, Orbiter und, Enterprise, Star Wars, ja, wer sich Enterprise anhört, kriegt das ja mit. Also wenn wir einen Föderalplaneten bekommen und dann, wie gesagt, Planeten besuchen wie Mond, Mars erstmal und diverse andere, das wird ja wohl einen Sinn haben. Am 18.12.2021 wird eine Sonde hochgejubelt, also die halt mit hoher Geschwindigkeit in einen anderen Orbiter soll, also hinter unserem Universum in das nächste. Also er soll in das nächste Universum und soll von da aus die Bilder senden. Ne? Ja, und ist ein Teleskop. Hat auch über 10 Millionen gekostet. Alle hoffen, der Start klappt am 18.12.2021. Wie gesagt, dann wird das gute Stück hochgejubelt und dann gibt es Kniegas und gibt Gas und gibt Gas. Ob er unterwegs auch schon sendet, weiß man nicht. Haben die anderen ja gemacht, Voyager 1, Voyager 2. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie Voyager 1 hochgefahren, hat Enterprise mit Voyager 1 natürlich einiges gemacht, hieß dann Feature, ne, hat sie ja immer gesagt, diese Schauspielerin, die dafür ihre Haare hat lassen müssen, die hatte dann Glatzkopf, ne, dann sagt sie immer Feature und möchte mit dem Schöpfer reden und dann ist Spock da hingegangen, hat das Ding repariert und dann waren die, und dann hat sie sich mit jemandem da vereinigt und der gehört, also diese Binäreinheit, hat sich dann mit der elektronischen Einheit da verschmolzen und sind dann irgendwo abgegangen. Tja, so ist Enterprise gewesen mit Voyager. So, und jetzt möchte ich nicht wissen, was jetzt alles kommt. So, 89 gab es schon den Roller. In den 60ern gab es schon E-Autos. Und also es gibt es schon lange. Ja, aber das waren ja Akkus, das waren ja Betonklötze. So, und jetzt wird halt alles verkleinert. Also alles, was es schon gibt, seit 1945 aufwärts. Ja, ob das Enigma da, also irgendwelche Gegenstände, die heute, auch der erste Roboter, der da am Rumlatschen war, nicht lange, aber war so. Also das wollte man ja schon immer haben. Viele Kinder haben ja Roboter damals geschenkt bekommen, wisst ihr noch, die da am Tisch rumliefen, da diese komischen Dinger. Und die Filmemacher haben natürlich daraus einiges gemacht. UFO, die Serie, Time Tunnel, die Serie und diverse andere Serien. Ja, Mondbasis Alpha 1,
auch zu nennen, könnte jetzt auch stattfinden, weil der Mond wird besiedelt, der Mars wird besiedelt, irgendwann ist